Zunächst mal vielen Dank an dich, an Convoco für die Einladung. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr geehrt, hier jetzt sogar noch vor Professor Leonhardt ein paar Worte sagen zu dürfen und freue mich auf das, was gleich kommt. Ich glaube, es ist angemessen, wenn ich meiner Rolle hier zunächst mal dadurch gerecht werde, dass ich allen, die es noch nicht gelesen haben, sehr dieses Leonhardtsche Buch empfehle, was man, wenn man aufmerksam liest, da braucht man nicht eine ganze Woche dazu, das kann man in einem langen Wochenende einigermaßen verdauen und man wird dann hinterher wesentlich schlauer sein als vorher. So ist es jedenfalls mir gegangen, als ich das in den Weihnachtstagen gelesen habe. Also ich gratuliere Ihnen wirklich für einen Historiker jetzt nicht Riesenwerk, aber das ist ja gerade das Attraktive daran, dass man nicht vor einem dicken Wälzer sitzt und sich überlegt, ob man den nicht vielleicht lieber auf dem Schreibtisch liegen lässt. Also große Empfehlung. Ich denke, ich kann mal, in den paar Minuten, die ich jetzt habe, ich kann meiner Rolle in der Tat nicht über die Schlussfolgerungen aus vergangenen Kriegen und der Art und Weise, wie sie zu Ende gebracht werden konnten, zu berichten, sondern eher über Erlebnisse aus der Gegenwart oder aus der jüngsten Vergangenheit. Und ich will vielleicht mit einer Bemerkung anfangen. Ich habe in den letzten längeren Jahren, wenn ich zu solchen Themen zu sprechen hatte, habe ich etwas gesagt, was sich jetzt angesichts des Ukraine-Kriegs als völlig falsch herausgestellt hat. Ich habe gesagt, meine Damen und Herren, was Kriege angeht und die Art und Weise, wie sie entfacht werden und deswegen auch zu der Frage, wie man sie zu Ende bringen kann, gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie Kriege früher waren und wie Kriege heute sind. Früher, als mein Großvater im Ersten Weltkrieg gegen die Franzosen antrat und als mein Vater als Luftwaffenoffizier im Zweiten Weltkrieg rumflog, da ging es im Wesentlichen, so habe ich immer formuliert, um Kriege zwischen Staaten, die Rivalen waren oder Erzfeinde und so weiter. Jetzt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, ist das passé, meine Damen und Herren. Wir haben es im Wesentlichen nur noch mit Kriegen innerhalb von Staaten zu tun. Nehmen Sie mal Irak, nehmen Sie Afghanistan. Natürlich gibt es da Einflüsse von außen, ausländische Interventionen, Unterstützung des einen oder anderen, aber letztlich sind das Kriege zwischen ethnischen, religiösen oder sonstigen Gruppen innerhalb eines Staates. Das ist die neue Form des Konflikts, mit dem wir uns intellektuell, politisch, diplomatisch, strategisch, militärisch auseinanderzusetzen haben. Stellt sich heraus, war völlig falsch. Mit dem von Russland entfachten Krieg in der Ukraine, wie wir jetzt ja alle wissen, rollt der Panzer wieder. Es werden Grenzen zwischen souveränen Nachbarstaaten in Europa entgegen aller Arbeit, die meine Lehrgangskollegen, meine Zeitgenossen im Auswärtigen Amt, ganze Generationen von Diplomaten, wir haben daran gearbeitet, nach der Charta, nicht wahr, nach der Schlussakte von Helsinki, an der Charta von Paris, das war 1990, weiterzuarbeiten und eine verlässliche Friedensordnung, heute sagt man eher Sicherheitsordnung, für ganz Europa oder gar den euroatlantischen Raum zu schaffen. Jetzt ist also tatsächlich der Befund, War is back, der Krieg ist als Phänomen wieder da, der klassische Krieg zwischen Staaten in Europa. Mit anderen Worten, und das ist tragisch, nicht nur für mich persönlich, sondern ich glaube für uns alle, ist wirklich tragisch, dass dieses Gebäude einer verlässlichen, dauerhaften Sicherheitsordnung tatsächlich aufgrund russischer Entscheidungen in sich zusammengefallen ist. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung möchte ich mir eine kleine Anekdote erlauben. Man könnte ja denken,
wenn es Kriege sind, bei denen auch religiöse Elemente eine Rolle spielen, denken Sie mal an Nordirland oder viele andere Beispiele, dann ist es doch vielleicht eine schlaue Idee, wenn man, um den Krieg zu beenden, die Religionsführer als Friedensfürsten sozusagen eine Rolle spielen lässt. Wie wäre das denn? Und da kann ich Ihnen Folgendes schildern. Ich wurde 1993, also jetzt vor über 30 Jahren, zum Leiter des damaligen Planungsstabs im Auswärtigen Amt gemacht. Und da fingen gerade diese zunehmenden, blutigen Unruhen in Bosnien, Herzegowina an. Und da kamen wir, meine Kollegen, Mitarbeiter im Auswärtigen Amt und ich, auf die wirklich gloriose Idee, die der damalige Minister auch toll fand. Wir sagten, wir machen jetzt Folgendes. Wir laden mal diese Religionsführer ein, also den obersten katholischen Bischof aus Banja Luka in Kroatien, den obersten muslimischen Führer aus Sarajevo und den orthodoxen Erzbischof aus Belgrad. Und die kamen auch. Und wir hatten, also ich bin selbst nicht katholisch, aber ich hatte einen Kollegen, der sich auskannte, und wir hatten dann die glorreiche Idee, den berühmten Professor Küng aus Tübingen als unseren Moderator einzuladen. Der kam dann auch. Und wir hatten also diese drei Herren, die haben wir mit sehr teurem Wein in einem, damals waren wir ja noch in Bonn, sehr teurem Wein zunächst mal beköstigt und haben ihnen dann eine auf zwei Seiten sorgfältig über Tage hinweg ausgearbeitete Erklärung vorgelegt, mit der Bitte, das doch bitte jetzt einfach mal zu unterschreiben, nämlich einen Friedensappell. Hervorragend formuliert, von hervorragend geschulten jungen Diplomaten entworfen. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, der Einzige, der halbwegs bereit gewesen wäre, wenn die anderen auch mitgemacht hätten, das zu unterschreiben, war der katholische Bischof aus Kroatien. Die beiden anderen waren karrenhart dagegen. Der orthodoxe Anführer von der serbischen Seite, der sagte ganz offen, ich bin für den Krieg. Weil meiner Volksgruppe ist schlimm mitgespielt worden, schon vor 100 Jahren und im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Wir haben jedes Recht, unsere Ziele durchzusetzen, und ich unterstütze das mit aller Kraft. Mit anderen Worten, seit diesem Vorgang, wir sind da kläglich gescheitert, kein einziger hat diesen Text unterschrieben. Das Ganze kostete uns damals etliche 1.000 Euro. Und das Ergebnis war gleich null. Ich bin seither, was die Einbeziehung religiöser Führungspersönlichkeiten in Friedensverhandlungen angeht, eher ein bisschen skeptisch, wie Sie sich vorstellen können. Also mein zweiter Punkt. Mein dritter Punkt ist ein Punkt, den Sie, wenn Sie dieses Buch von Professor Leonhard lesen, sehr nachdrücklich und zum Nachdenken anregend finden, nämlich, dass nicht jedes Kriegsende Frieden bedeutet. Dass es sogar im Gegenteil Kriegsbeendigungsprozesse gibt, die sozusagen nichts anderes tun, als die Saat für den nächsten Krieg zu legen. Dafür gibt es auch Beispiele aus der jüngeren deutschen Geschichte. Ich bin ja kein Historiker, ich will das nicht vertiefen. Aber der Punkt, dass nicht jeder Waffenstillstand gleich Frieden und schon gar nicht dauerhaften Frieden bedeutet, ist ein ganz wichtiger, nicht nur für Historiker, sondern auch für den aktiven Diplomaten. Geben Sie mir bitte noch Gelegenheit für zwei weitere Bemerkungen. Und auch dieser Punkt findet sich in dem Büchlein von Professor Leonhard. Die eigentliche schwierige Arbeit, also Friedensschließen, Verhandlungen zu führen, weiß ich aus eigener Erfahrung, kann schwierig sein, kann Monate dauern, kann erfordern, dass man sich mit einem hinterher als Kriegsverbrecher verurteilten Menschen über Wochen lang gemeinsam an den Tisch setzen muss, kann also auch eine gewisse moralisch persönliche Überwindung erfordern.
Aber die eigentlich schwierige Arbeit, die beginnt immer erst danach. Denn danach geht es dann zum Beispiel um solche Themen wie Versöhnung. Ein Friedensschluss auf einem Papier zwischen Diplomaten auszuarbeiten, schwierig genug. Aber Versöhnung zwischen denen, die ihre Kinder, ihre Großväter, ihre Onkels und Tanten entweder als Soldaten oder als Zivilisten verloren haben, das ist schwer. Und auch das wissen wir aus unserer eigenen Geschichte. In Südafrika, das ist ja auch ein glänzendes Beispiel, hat es damals nach dem Ende der Apartheid die sogenannte Truth Commission, die Wahrheitskommission gegeben. Eine, soweit ich das verfolgen konnte, enorm hilfreiche Einrichtung. Das kann man nur allen Konfliktparteien empfehlen, wenn sie versuchen, Versöhnung zu praktizieren, sich solchen Herausforderungen zu stellen. Mein allerletzter Punkt, wie gesagt, ich spreche hier als Mann der Praxis, betrifft die Frage, wie kann man denn diesen Ukraine-Krieg beenden? Ich bekomme diese Frage natürlich quasi täglich gestellt, was müsste denn passieren? Und ich glaube, es gibt eine Grundwahrheit, es gibt natürlich viele Elemente, die dazu beitragen können, dass zwei Streithähne, in diesem Fall Putin und Zelensky, sich entschließen, sich ernsthaft an einen Verhandlungstisch zu begeben, in dem Bewusstsein möglicherweise auch schwierige Kompromisse schließen zu müssen. Aber was braucht's? Und da würde ich einfach behaupten, und vielleicht kann ja hinterher darüber auch diskutiert werden, es muss vor allen Dingen eine zentrale Voraussetzung sich im Kopf, in diesem Fall im Kopf von Wladimir Putin, herausgemändelt haben. Nämlich die Erkenntnis, dass der weitere fortgesetzte Einsatz russischer militärischer Macht nichts mehr bringt, also mal salopp gesprochen. Und dann können Sie sich selber die Frage stellen, denkt Putin das jetzt, dass jeder weitere militärische Einsatz der russischen Armee, der Luftwaffe in der Ukraine gar nichts mehr bringt? Ich fürchte, dass wir nicht oder zumindest noch nicht an dem Punkt sind, wo General Gerasimov, der oberste Soldat, sich zusammenrafft und seinem Präsidenten sagt, wir können vielleicht hier noch 5 Kilometer und da noch 2 Kilometer Gelände gewinnen, aber eigentlich war es das. Mehr schaffen wir nicht mehr, Herr Präsident. Deswegen ist der militärische Ratschlag, schreiben Sie das, was wir erreicht haben, am Verhandlungstisch fest. Wie gesagt, ich überlasse es Ihnen, sich vorzustellen, wann ein solcher Zustand im Kopf, eine solche Befindlichkeit im Kopfe des russischen Präsidenten erreicht worden sein könnte in der kurzen, mittleren oder ferneren Zukunft. Die Conclusio, wenn meine Überlegung richtig ist, die Conclusio lautet natürlich, und deswegen mache ich diesen Punkt hier zum Schluss, wir müssen, wenn wir diesen Krieg beenden wollen, dazu beitragen, dass diese Befindlichkeit sich im Kopfe von Wladimir Putin einstellt, hoffentlich eher früher als später. Und das können wir nur, wenn nicht nur wir die Deutschen, wir die Europäer, wir der gesamte Westen, weiter tapfer, so gut es geht, am besten noch viel entschlossener als in der jüngeren Vergangenheit, die Ukraine dazu instand setzen, sich nicht nur zu verteidigen an der Frontlinie, sondern sogar so viel wie möglich des ukrainischen Territoriums wieder zu erobern. Dann kriegen wir vielleicht irgendwann diese Befindlichkeit im Kopfe von Wladimir Putin hin und dann kann es möglicherweise zu ernsthaften Verhandlungen kommen. Ich freue mich jetzt auf den Vortrag von Professor Leonhard und danke fürs Zuhören. Vielen Dank.